Hallo zusammen, heute möchte ich euch den Pinewood Sitzrucksack vorstellen. 35 Liter Fassungsvermögen hat er. Ein geräumiges Hauptfach, zwei Seitentaschen, eine Innentasche im Hauptfach mit Reißverschluss, eine Vordertasche mit Reißverschluss, verstärkter, wasserdichter Boden, eine Sitzhöhe von ca. 50 cm. Und das Material ist 100% Polyester in Wildlederoptik. Der Rahmen 100% antikorrosionsbehandelter Stahl und geeignet für verschiedene Sachen. Ich möchte euch den Rucksack jetzt erstmal ein bisschen zeigen und danach meine Meinung dazu äußern. Man sieht, dass hier schon der Rucksack ist hier. Und dann hat man hier dieses Gestell, das kann man dann zusammenklappen und hier zusammenkletten. Und ja, hier oben ist dann einfach schön die Sitzauflage, die ist auch sehr angenehm. Der Rucksack selbst, sehr schön gemacht, hier mit dieser Wildlederoptik. Hier der Griff, nicht wahnsinnig vertrauenserweckend. Hier eben so ein Reißverschlussfach, Deckelfach. Dann der Deckel selbst, hier mit Innenfach dann und hier ein kleines Fach drin, um da noch was einzumachen. Dann hier diese Seitentaschen. Bei denen ist halt immer zu beachten, bei solchen Arten von Seitentaschen hier eben, um die Thermosflasche reinzumachen oder sowas, halt auf beiden Seiten auch. Wirkt sich einfach ein bisschen dann aufs Volumen vom Hauptfach aus, wenn man da weiß ich was reinpackt. Hier noch das Außenfach. Auch schön geräumig, um was einzupacken, und dann hat man alles schön griffbereit. Die Idee von so einem Sitzrucksack ist natürlich, wenn man damit jagen geht, Tiere beobachten geht, angeln geht oder so, damit man da ein Kombi hat, einen Rucksack und dann eben noch, wo man das Zeug drin hat und dann eben noch schönen Sitz hat. Das hat man hier, man hat einen schönen Rucksack, man hat einen guten Sitz. Das Problem bei dem Rucksack jetzt, und jetzt hoffe ich, habt ihr noch nicht ausgeschaltet, das Problem daran ist wirklich dieses Gestell hier, dass man dann hier so einklappt, dann hier festklettet, die Gurte nach vorne nimmt, dann hat man hier so einen Polster um und ja, hier noch die Gurte dann für um die Hüfte. Das Problem ist, es ist extrem unangenehm zu tragen. Ich weiß, es gibt dieses System auch von anderen Firmen, von günstig, billigen Marken und sowas. Und jetzt habe ich hier den gesehen von Pinewood. Und obwohl ich den Fjällräven Stubben schon habe, welchen ich in einem anderen Video vorgestellt habe, habe ich den für einen guten Preis bekommen und dachte, hey, das wäre noch was für ins Auto rein, damit ich dann eben doch auch einen Rucksack mit dem Sitz drin habe. Das könnte doch noch was sein. Hier auch noch mit Plusclip übrigens. Ja. Die Grundidee in Ordnung, aber das ist wirklich extrem unangenehm hier. Da muss man versuchen, das irgendwie zu polstern, denn das geht gar nicht für die Schulterblätter. Das drückt dermaßen rein. Nee, das geht wirklich nicht. Damit kannst du dir nicht denken, hey, da habe ich einen Rucksack, da gehe ich gleich direkt raus in den Wald damit. Oder ich nehme den ins Auto und laufe dann ein Weilchen damit und kann damit eben Ansitzjagd machen, sowas. Ein bisschen fotografieren. Könnt ihr versuchen, ich denke aber, das geht nicht. Das ist wirklich extrem unangenehm. Hier der Stubben nochmal, extrem teuer, wirklich teuer, aber sehr, sehr, sehr toll. Also die Sitzfläche dann mit dieser Regenhülle noch dazu und von den Taschen her übrigens sehr ähnlich ausgelegt, auch vom Volumen her, aber da kannst du einfach drauf sitzen und das funktioniert, ja. Und dann hast du hier eben den Rucksack, um den es in diesem Video nochmals zu erwähnen geht. Der hat das nicht. Der ist einfach, Also wenn man jetzt hier eine günstige Alternative sucht zum Stubben, der wie gesagt sehr teuer ist, würde ich was anderes vorschlagen. Und zwar sowas hier. So ein Sitz, Dreibeinsitz, den kann man beim Seitenfach in einem Rucksack schön reinpacken oder mit Riemen befestigen. Ich meine, das Ding hat hier irgendwie, das hat nicht mal 10 Euro gekostet, ja. Und
ich habe die auch so ein bisschen verglichen mit den teureren und also die ganz günstigen hier, die sind gar nicht so schlecht. Wirklich nicht. Und eben, wenn man sowas hier an einen anderen normalen Rucksack befestigt, da kann man sich das sparen, sowas hier zu beschaffen. Und ja, weil es einfach zum Sitzen ist es vielleicht ein bisschen anders. Nicht unangenehmer würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, obwohl das hier ein wirklich guter Sitz drauf hat. Und beim Stuben ist sowieso klar, das ist ganz, ganz toll. Aber wenn ihr eben sowas sucht, hier eben auch eine andere Art von Klappstuhl nochmal so, Dreibein-Klappstuhl, halt ein bisschen größeres Volumen, sieht ein bisschen edler aus, aber da könnt ihr wirklich beruhigt diesen Sitzrucksack drauf verzichten hier. Ich möchte den jetzt nicht, weiß ich wie schlecht reden, ja klar, das mache ich eigentlich. Der Rucksack selbst ist wirklich schön, er ist schön gemacht und wenn man das ganze Gestell da wegnimmt, hat man auch einen schönen Rucksack und einen guten Klappstuhl auch noch dazu. Aber die Kombination hier, vielleicht für eine Flugshow oder sowas, ja, wenn ihr mit Shuttlebus oder kurzer Weg laufen müsst, könnt ihr den auch anders halten und da könnt ihr euch da hinsetzen und das ist alles, da könnt ihr sowas benutzen, auf jeden Fall. Absolut. Da ist auch das mit diesem System hier viel besser als mit diesen Dreibeinen, aber für auf die Jagd oder irgend sowas kann ich mir das nicht vorstellen. Falls ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt ihr bitte das in den Kommentar rein. Es würde mich sehr interessieren, wenn ihr da Erfahrungsberichte noch habt. Aber was da überlegt worden ist, keine Ahnung. Ja, ich bedanke mich fürs Reinschauen und wünsche euch ganz viel Spaß draußen.